kulturell und sehr intellektuell ist und sehr strukturell. Und also das muss ich schon betonen, der ganze Summit war eine riesige Feier. Es war eine einzige Feier. Und der John Kraft sagt, 30% der Zeit sollten wir feiern. 25 mindestens. Mindestens. Und ich muss sagen, wir haben bestimmt das ausgeschöpft oder sogar ein bisschen mehr. Und in dieses Feiern denke ich, dass wir unglaublich viel vorangekommen sind in der Bewegung. Es war jetzt nicht so, dass da nichts passiert. Ich glaube, während des Feiern ist also die ganze Atmosphäre, die Energie hat sich so organisiert, dass wir unglaublich motiviert waren für das, was zu tun ist. Genau, also am Anfang, am Montag sind die meisten angekommen, die noch nicht vorher für diesen Arbeitssession da waren und haben erstmal ein Tour auf Findhorn gemacht. Und da haben die Rosa und ich die ganzen Findhorn Village angeschaut und würden gerne nachher euch einfach Fotos zeigen, wie sie leben, welche Häuser sie haben, wie viele sie sind. Das sind 350 Leute dort seit 50 Jahren oder so. Und ja, das war sehr, sehr interessant. Diese Tour, was sie für Kaffee haben und ein Geschäft und ihre Kantine, wie oft sie da drin essen. In Findhorn hat diese Konferenz in ihrem sozusagen Tempel stattgefunden. Und dieses Tempel ist ein Universal Hall, das ist eine Halle, universale Halle mit einem Café drin, ein Foyer und Platz für mindestens 500 Leute. Mit so, da werdet ihr auch gleich Fotos sehen. Da ist wirklich, es ist staatlich, es ist richtig viel Platz. Und ihr habt, hört zu, 9 Jahre gebraucht, um diesen Raum zu bauen. Und man sieht an dieser Bauweise, wie das Denken dort am Anfang und am Ende war. Nämlich uns hat dahin geführt, ein, der dort geboren ist, und er hat uns diese sehr braven Steine übereinander, aufeinander und so am Anfang die Wand gezeigt, bis zu einer Wand, wo da drinnen auch mit den gleichen Steinen so Muster gemacht waren. Und am Schluss sind es so Granitsteine, die wie Dinosaurier ausschauen und die echt so die Wildheit und die Vielfalt ausdrücken wollen. Und wunderbare, also auch kunstvolle Glaskunst ist da drinnen, Holzkunst. Also sie haben sich wirklich da hinein verwirklicht und da hat es stattgefunden. Der erste Opening Gen Plus 20 am Montag war hauptsächlich eine Rückschau über die Gründung von Gen und Gaia mit vielen Gründern, die einfach in die Mitte gekommen sind von diesen vielen hundert Menschen, die drumherum saßen, und die haben erzählt, wie das alles entstanden ist. Dann haben wir einen Film angeschaut über den Anfang, wie vor 20 Jahren dieses Fest gefeiert wurde, diese Gründung. Genau, und am nächsten Tag hat es geheißen, was hat uns Jen überhaupt jetzt gebracht? Das hat ja der Mario euch konferiert, und das, was wir gemacht haben, jeder miteinander reden und sagen, was hat dir Jen eigentlich beigebracht? Was hat dir Jen überhaupt in dein Leben gebracht? Und ich dachte, ich habe vor kurzem erst von Jen angefangen zu hören, was hat es mir denn schon gebracht? Und dann bin ich drauf gekommen, also ich persönlich, dass vor 40 Jahren, wo ich schon in dieser Gemeinschaftsszene war, Jen unmöglich gewesen wäre, weil die Communities innen drinnen schon so abgeschlossen auf die Außenwelt überhaupt gar kein Interesse hatten und sich eher erst später, was machen die dort? Wir sind ja viel besser. Und da zu stehen nach 20 Jahren, das war echt etwas, was ich feiern konnte. Dass dieser Gefühl von Community so groß ist und dass ich wirklich das Gefühl hatte, das sind Tempelhofer, die da sitzen, ja. Das sind lauter Leute, die, mit denen ich leben könnte, ja. Es gibt auch immer mehr Exchange, das war auch eine große Interessensgruppe. Und jeder hat natürlich was anderes mit Jen am Hut, aber es war die Aufgabe, jeder für sich zu gucken, was macht das mit mir?
Und das war immer so. Das war wenig Referieren und Dozieren. Das war ein Riesendesign, wo jeder dauernd interaktiv war. Und das war genial. Als ich angefangen habe am Nachmittag hier mit dieser Strength Sessions, die Strengths, vielleicht kannst du ja umschalten auf diese riesige Tafel. Weißt du nicht, welche ich meine? Also wir haben gerne ein Foto. Ach so, das Foto. Nein, nicht das Foto. Ist der Plan von den Interessengruppen, aber das kommt ein bisschen später. Ist das nicht das? Nein. Ach so, ja doch, genau, das ist es. Ja, richtig, das ist nicht das Gleiche, was ich meine, aber das ist genau das Gleiche. Genau. Also wir haben all diese Themen in kleinen Gruppen, sind wir durchgenudelt sozusagen. Und jeder konnte in eine von diesen Gruppen reingehen und Vormittag und Nachmittag daran arbeiten. Einer hat meditiert, einfach Silence gemacht, Meditation, Stille gemacht für die ganze Konferenz. Andere haben eher Bewegung gemacht, aber es gab auch eben organisationale Entwicklung, Strategie für die Zukunft, Eco-Village, Inkubator. Diese North-South Reconciliation, war das mit Nord- und Südkorea auch? Nee. Nicht unbedingt. Nee. Ging eher um Europa und Afrika, also weiße Hautfarbe und schwarze Hautfarbe. Genau. Und das muss da richtig zur Sache gegangen sein, da waren wir nicht dabei in der ersten Sitzung. In der zweiten Sitzung war ich dann dabei, da ging es um Israel-Palästina. Hm. Und das war auch gut geladen. Obwohl eigentlich sehr vernünftige Leute dabei waren, ja. Dennoch, genau. Wenn man diese Rollen kennt. Und die Gender-Dialog war auch ein, da warst du, glaube ich, mal. Ja, genau. Willst du kurz was erzählen? Ja, kann ich gerne was dazu sagen. Es ging um Jung und Alt, Mann, Frau, und da in den Dialog zu kommen, und das war super spannend. Gleich am Anfang haben wir einen Prozess gemacht, wo es so ähnlich wie eine Aufstellung eigentlich. Und was dann passiert ist, war, dass plötzlich die ganzen jungen Leute, wir waren vielleicht 7 oder 8, waren auf der einen Seite und die ganzen Menschen, die dann so 35 aufwärts, waren plötzlich da und da war hier so eine Spalte dazwischen. Das war total die Trennung. Und dann sind wir so in den Dialog gekommen und haben das da sein lassen, was da war. Und das war ein Prozess, den wir gemacht haben. Super spannend. Und dann... So stehst du nicht ganz so hoch. Ja. Genau. Ja. Gut. Also es wurde auch Präsentation in der großen Halle immer fortgehend gemacht. Also du konntest einfach immer hingehen und schauen, dann plötzlich stand ein Chinese da und hat erzählt, er will eine riesige Öko-Village-Bewegung starten oder hat schon angefangen mit 50.000 Chinesen. Und das wird wahrscheinlich unterstützt und das ist ja in ihrer Power und das ist überhaupt kein Problem. Nur die Bewegung wurde schon 2-mal von der Regierung gestürzt und kaputt gemacht, aber sie stehen wieder auf und fangen wieder von vorne an. Und er hatte wirklich eine irre Intention da und war so auf Aufbruch. Ja, das war total interessant. Dann kamen Koreaner, die haben... so Education-Camps gemacht für Ökologie mit jungen Leuten und haben gleich einen Film gemacht. Das sind schon in Tränen ausgebrochen, weil das für sie so berührend war, dass sie in Südkorea überhaupt sowas machen konnten. Und sie waren so froh, dass sie das auch präsentieren konnten und darüber reden und Fotos zeigen. Es war oft sehr, sehr bewegend. Genau. Also die ersten 2 Tage, zeig mal nochmal der Plan, der große Plan. Wir haben diese Strands gemacht am Dienstag und am Abend haben wir Sharing Inspiration Harvesting, also die Ernte erteilen, die inspirierende Ernte teilen. Und das war ganz toll, weil es gab 2 Afrikaner, die haben das die ganze Zeit geleitet, Rituale auch gemacht. Sie haben die Session überhaupt mit allen Kontinenten geöffnet, mit allen Elementen
Jeder Eco-Village sollte Wasser und Erde bringen. Es gab Anrufung von Kräften und dann auch Gesänge dazwischen. Es waren immer Auflockerungen, Tanzperformance, Clownen sind durchgegangen und haben dich irgendwie mit irgendwelche Sachen belästigt oder an dir gezogen oder angefangen, alle in Bewegung zu setzen, alle sind aufgestanden, haben Lieder gesungen und dann saßen wir wieder, der Mario hat auf einmal so Rückentraining mit angemacht und auf einmal steht eine Irländerin und singt ein Lied und alle singen mit, also es war dauernd irgendwelche künstlerischen Performance dazwischen zur Auflockerung, aber diese Abende, darum ist gegangen, dass wir reingehen mit dem Mikrofon und sagen, was haben wir heute erlebt. Und es war sehr bewegend. Die Leute haben geteilt Dinge, die sie ganz tief bewegt haben. Also sie haben eine Rede gehalten, haben irgendwie, ja, seit 20 Jahren will ich in der Politik was bewegen und tal und haben erklärt. Oder die Rosa kam in der Mitte und hat ein Stück am Klavier komponiert, spontan. Also diese Sharing war wirklich sehr, 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 sehr bewegend. Dann haben wir auch Diaden gemacht mit 500 Leuten. Wir haben Diaden gemacht mit 500 Leuten. Das heißt, in diesem Kreis, der riesig ist in der Mitte von dem Auditorium, waren ungefähr 100 Stühle und dann noch 100 Stühle, sodass du dann saßest und erzählt hast mit dem und dann hast du dich bewegt so ein Stück und dann hast du wieder mit dem erzählt, was dich da bewegt. Und dann die anderen auf die Auditorium-Anhöhe haben die ja miteinander so gemacht, wenn die keinen Platz unten gefunden haben. Also es ging wirklich auch sehr emotional zu. Okay, und wie, ja genau, das ist dann der Schluss, aber das, da bin ich noch nicht. Ich wollte nur irgendwie mal sagen, was ich glaube. Genau, Mittwoch haben die Interessensgruppe angefangen, das heißt, ich habe da auch Interessensgruppe gehabt, und zwar Community Exchange in Community, da will ich euch ganz kurz berichten. Was könnten wir austauschen mit den anderen Communities? Na? Und zwar, das wäre nicht schlecht, Energie auszutauschen, ein Netzwerk aufzubauen. Und was könnte man alles so? Erstens, die, was wir davon hätten, dass wir weniger Geld oder Bedürfnisse hätten. Wir könnten die Bedürfnisse unter uns befriedigen und dann würden wir weniger Geld ausgeben. Oder. Welche Kinder sind das genau? Ja, zum Beispiel wenn wir brauchen, dass unsere Kinder Englisch lernen, können sie nach Findhorn für 3 Monate und wir müssen ja nicht teure Reisen für sie in Amerika oder so buchen. Ja? Oder es könnte ja auch überhaupt so sein, dass die jungen Leute von Öko-Village zu Öko-Village lernen gehen. Was Ökologie anbetrifft, Energie, Bauen. Es gibt schon eine relativ große Training, also Jobs, Service, Essen, Technology, Ideen. Es gibt wirklich viele, viele Bereiche, wo wir sehr viel davon hätten. Und das wollen sie jetzt einfach ein bisschen eine Synergie da reinbringen mit auch so einem Computerprogramm und das einfacher machen, dass die Leute sich gegenseitig besuchen und sich gegenseitig das bringen, was sie einander bringen können. Also das ist aber schon kompliziert, muss jeder erstmal überlegen, was könnten wir geben, was könnten wir anbieten, wollen wir was anbieten, wollen wir da mitmachen auf diesem Markt. Was könnten wir wollen? Von Jamaika zum Beispiel, Kokosnüsse vielleicht? Oder also, es gibt eine wahnsinnige Vielfalt an Möglichkeiten. Dann war ich in der Wissenschaftsgruppe und das sind lauter junge, promovierten Akademiker, die unglaublich erpicht darauf sind, Öko-Village zu erforschen.
Und die wollen, also die haben ja so verschiedene Gruppen gemacht, kleinen Gruppen, und das bringen sie dann zusammen. Die haben dann mehrere Fragen gestellt. Auf welchem Gebiet könnten wir zum Beispiel für die Forschung was bringen? Oder was wollen wir erforschen? Könnten wir überhaupt von Ecovillage was erforschen? Und da war noch eine Frage, die war sehr interessant. Da haben sie gefragt, wie könnten die Forscher überhaupt mehr wissen, was Gemeinschaft ist? Und das war für mich zum Beispiel gleich ganz klar, dass wenn diese Forscher zusammen mit Gemeinschaftsmenschen Wir-Prozess oder Forum machen, sie gleich eine völlig andere Erfahrung bekommen oder so ein Wir 2 oder Wir 1. Eine ganz andere Erfahrung, was überhaupt Gemeinschaft ist, bevor sie vom Kopf her das alles erforschen, was ja ganz oft der Fall ist bei Wissenschaftlern. Vielleicht hast du das von der Iris noch, Mario? Ja. Es gehen die Atabanis. Tschüss, Atabanis. Hier geht es in Atabanis los. Ja, zwei, so auch was, welches Atabanis meinst du? Ja. Das von der Iris kannst du diese Blatt übertreffen. Die Iris Kunze hat ja einen großen Poster gemacht, wie sie wissenschaftlich den Tempelhof erforscht hat. Genau, das gibt es auch auf Deutsch, den Menschen auf der Seite. Sie hat schon übersetzt und die ist beim Sommerfestival da und zeigt das alles. Genau. Ja, dann gehen wir dann drauf ein. Ja. Und sie hat ja auch Jen erforscht auf der gleichen Art und Weise. Also sowas macht sie einfach, dass sie erforscht, wie, wann, was entstanden ist bei uns, was das für Einflüsse hatte und so. Ja, da ist es ja. Ja, vielleicht ja das mit den Blasen und so. Das hier? Ja. Ein kleiner Zeitstrahl. Genau. Munich, 20 people start to meet with the intention of found a community. Genau. Und jetzt ist das Café und die Schule und so. Da, ganz rechts. Genau. Also, es gibt einfach viele Leute, die würden es gerne erforschen. Ja, dann haben wir, können wir nochmal auf den Plan gucken? Ja. Weil dann war diese. Wie lange können die Leute denn jetzt noch jeweils bleiben? Wollen wir mal Bilder sehen? Genau. Ja, wir können da auch gleich die Bilder. Dann fangen wir jetzt doch mit den Bildern an und wir erzählen da dran weiter. Ich bin dafür, dass wir zur Auflockerung unser kleines Video zeigen. Ja. So war es nämlich zwischendurch. Genau. Dann macht man mit den Welches denn ist das? Hey, Ananda. Das reicht eigentlich von der Helligkeit, oder? Wo soll ich da bekannt sein? Nein, es muss so kein dunkler sein. Ja, das reicht um. Kannst du die Vorderung zum Okay, jetzt ist es besser. Rosa tanzt da ja nicht so intensiv. Echt? Ist das Movie? Ah, das ist der andere Movie. Da steht einer auf und fängt zum Singen an. Aber ein herzlicher Moment für mich. Doch, es war die Feier von der Partnerschaften von Jen mit John Croft, Aurevil, Zirkel, Hamera, Friedensarbeit und Goddard College, die als Rückenfahrtbefehler schon aufgestellt haben. Da sitzen die, das ist die Mamisa, die hat immer diese Rückenfahrt. Genau. Aber das, ja. Und Ananda, hey, hast du das auch? Yes. Und kannst du es auch groß machen? Hey, Ananda, hey, Ananda, hey, Ananda, ho! John Croft hier hinten. Ja,
Kennengelernt. Und zwar wäre da zum einen der Fisch. Ja. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Land das kam, aber man greift sich hier hin und klatscht sich dann hier jeweils. Also sucht euch vielleicht gerade einen Partner. Das ist die sogenannte Milking Cow. Deswegen nehmen wir hier so die Hände überkreuzen. Guck mal hier drüber. Das sind die beiden. Hier, die Hände überkreuzen, genau. Und jetzt drehe ich es rum. Und du. Das dritte ist. Die Frauen bei den Männern. Ja, also, du stellst dich in ihr Spiegel verkehrt gegenüber. Ja, genau. Und packst mir hier an die. Hier. Genau. Hier? Und genau, und wir schütteln. Emma, kannst du das morgen im Morgenkreis dann? So begrüßen wir uns für alle. So. Guck mal, wir haben ja Schule an. Ja, aber wirklich. Warum gehst du die Bilder jetzt? So, wir waren in Schottland. Das ist schon mal klar. Es hat Halle. Immer sehr warm. Hier unten die Küste, ja, wunderschön. Und dann hier drüben natürlich eine alte Ruine. Ja, es ist überall in Schottland, wenn du im Zug sitzt, im Bus oder in den Städten drin, überall siehst du alte Ruinen, Schlösser und Burgen. Und zwischenzeitlich ist es irgendwie vielleicht 9 und dann war es schon 1. Also das war wirklich verwirrend. Genau. Es fängt hier an, das war ganz am Anfang. Das, da wurde das neue das Büro. Das neue Arbeitsteam. Genau. Das ist jetzt nach Aterra, nach Spanien gezogen und das ist das neue Team. Also die Fanny ganz vorne, die ist Holländerin, die wohnt in einem Öko-Village in Holland. Jetzt fährt sie aber nach Spanien und wird dort arbeiten für Jeff. Genau. In ein anderes Öko-Village. Und ist auch in einem Ökodorf aufgewachsen und geboren. Wo? In Bürgen, glaube ich, in den Niederlanden. Dann Alfonso ist von dort. Jenny? Italienerin. Italienerin, sie ist blind. Was ich hier nicht angemerkt habe, weil die rennt dermaßen über den Platz, die rennt dich um. Kein Scherz. Ich habe sie am Arm gehalten dann und sie braucht eben zur Unterstützung, muss sie wissen, wo meine Hüfte ist. Ja? Und dann sieht sie eben, ob ich hochgehe oder nicht. Dadurch. Und die hat mich angeschoben. Und außerdem waren sie zwei kleine Italienerinnen, die sie ununterbrochen begleiten und überall mit ihr gehen. Das war die soziokratische Abstimmung für die neuen Räte in Europa. Da seht ihr die Stimme dafür alle.
Und das sehen Sie schon. Genau. Das ist die Inchi, ganz links, aus der Türkei. François. François von Hamburg de Vue, wo ich mit den Kindern war vor 4 Jahren. Genau. Robert aus Schweden. Thomas aus dem Zeck. Und Rosalie aus Portales. Los Portales. Und die schicken alle Energie. So machen wir das. Das ist ganz süß hier, ne? Das war jetzt ein Bild aller Anwesenden, die da waren. Da ist Wind in Schottland, oder was? Wer findet Judith und Rosa? Ich hab's schon gesehen. Wo? Also hier ist Rosa. Rosa. Also wir hatten Spaß. Hier zur Auflockerung kamen immer wieder irgendwelche Clowns mit Musik und haben uns zur Halle geführt, wo dann die nächsten Sessions losgingen. Ja, das Clarisek waren da sehr präsent in dieser Hinsicht. Genau, und jetzt habe ich ein paar Fotos gemacht auf der Führung in Findhorn. Das hier ist auf einem Feld, das die irgendwann vor ein paar Jahren dazugekauft haben. Und das ist ein bisschen anders als hier, weil Menschen können sich einfach ein Stück Land kaufen und ihr eigenes Haus dort aufbauen. Natürlich gibt es da, müssen die ein bisschen einstimmen mit den Vorstellungen von Findhorn, aber prinzipiell sind es einfach Menschen, die dort ihr eigenes Haus hinstellen und in irgendeiner Form Mitglied von der Gemeinschaft sein wollen. Und genau. Schaut so aus. Insgesamt sind die Häuser sehr verteilt auf dem Gelände, nicht sehr hoch. Es sind viele, viele Häuser und auch ein bisschen, also WG und so gibt es nicht so viele. Nee. Und ein Typ, der hat angefangen, Häuser aus Whisky-Fässern zu bauen. Genau. Ja. Der wohnt in dem. Das ist ein Hotelhaus. Gibt es mehrere. Genau. Genau. Findhorn hat auf jeden Fall zwei Gebetsräume oder Räume, wo du still sein kannst. Und das ist die Natur. Sanctuary. Sanctuary. Ja, ich weiß, jetzt kommt noch das deutsche Wort. Genau, das ist einfach ein Raum, wo du still sein kannst und mit Tieren. Wunderschön. Sehr schön. Also, von Ihnen? Viel mit Holz. Es gibt auch ein Strohballhaus dort. Ganz groß sieht man auch da nicht. Ich habe gelesen, deren ökologischer Fußabdruck ist halb so groß wie sonst in Großbritannien. Habt ihr da irgendwie was gemacht? Wir haben eher gehört, dass durch diese Gen der Fußabdruck so richtig nicht so toll war. Und das ist für sie ein Problem, dass wenn sie so große Veranstaltungen machen und alle müssen fliegen. Ja? In Europa ist es ein bisschen weniger, dann so im Festland. Was mich auch in dieser Hinsicht überrascht hat, war, dass sie schon sehr kommerzielle Veranstaltungen gemacht haben, große, im Sinne von auch der Verpflegung, dass die viel eingekauft haben, ne, aus billigen Supermärkten, aus günstigen Supermärkten, während wir ja einen anderen Fokus hier haben. Und da hat ein Freund berichtet, der wohl die Lebensmittel gesehen hat, unter anderem auch, weil Lebensmittel unheimlich teuer sind. Jedoch, das Essen doch war einfach vegetarisch und sehr, sehr lecker. Doch. Aber die Salate und so weiter waren nicht aus dem Garten oder Bio, sondern normal. Was Spanien. So sah das dann aus in einer von den Strand Sessions. Was war das? Ja, genau. Es gab einfach ziemlich viele Räume, die zur Verfügung standen. Und ihr habt das ja auf dem Schaltplan gesehen, dass einfach ziemlich viel gelaufen ist. Ziemlich viel gleichzeitig, ihr werdet später auch noch ein Foto davon sehen, wie das alles gelaufen ist. Und das war einfach eine von den Gruppen, die sich getroffen haben, ein Thema gehandelt. Das ist in der großen Halle, einer von den Sessions. Genau. Das sind die Interessen. Genau. Das ist an einem Tag, die schwarzen Namen, das sind die Räume, Orte, die zur Verfügung standen. Und dann kommen die Sachen, die sich da getroffen haben, also Gaia Education und dann das Gemeinschaftsaustauschsystem einfach zum Austausch. Also wie das sein kann, zum Austausch in der Gemeinschaft. Genau.
Und dann hat einer angeboten, dass er sich gerne mit den ganzen Gründern von Gemeinschaften treffen würde zum Austausch.